Der Winter hat uns mal wieder fest im Griff. In einigen Regionen hat es in den letzten Tagen erneut kräftiger geschneit, wie diese Aufnahmen von Tobias Knebel aus Südniedersachsen zeigen. Nicht alle Straßen sind geräumt und daher kann es vielerorts nach wie vor gefährlich glatt sein. Schnee und Glätte machen vor allem im Bergland vielen zu schaffen. Dort kommen die Räumdienste nicht so schnell nach, da teils starker Wind den frisch gefallenen Schnee immer wieder auf die Straßen weht. Größere Behinderungen im Straßenverkehr sind die Folge. Vor allem LKWs geraten an Steigungen schnell ins Rutschen oder bleiben sogar im Schnee stecken, so wie hier im Südschwarzwald. Dieser Bergungsversuch durch ein Schneeräumfahrzeug glückte erst beim zweiten Mal. Geparkte Autos müssen zudem immer wieder von den Schneemassen befreit werden. Reichlich Schnee gibt es derzeit besonders in den höheren Lagen der Mittelgebirge und Alpen, wie man in dieser Schneehöhenkarte sehen kann. Teilweise liegen dort mehr als 50 cm Schnee. Aber auch der Nordosten des Landes präsentiert sich derzeit tiefer Schneit. In Berlin zum Beispiel beträgt die Schneehöhe 11 cm, in Greifswald werden sogar fast 30 cm gemessen.